erste Überlegung vor dem Kauf eines Heimtieres ist, bei sich selber zu beginnen und zu überlegen, was kann ich dem Tier bieten? Also habe ich viel Zeit? Wie steht es mit dem Platz? Wie viel finanzielles Polster habe ich? Also wenn man sich neu ein Tier anschafft, es gibt ein paar einfache Regeln, die man beachten muss, um zu sehen, ob es dem Tier gut geht. Also sind nicht irgendwie die Augen verklebt oder der After verklebt, ist das Fell glänzend, nicht irgendwie verfilzt. Dann natürlich kommen Katzen und Hunde jeweils mit ihrem Pass, mit ihrem Impfpass. Und dort ist dann aufgeführt, welche Impfungen das sie schon hatten und wann die nächste ansteht. Aber generell einmal im Jahr Tierarztcheck ist angesagt. Prinzipiell sind es mal zwei Budgetposten. Das eine ist die Anschaffung des Tieres und das zweite ist die laufenden Kosten. Anschaffungskosten jetzt für eine Katze, die sind vielleicht zwischen 1000 und 2000 Franken, wenn man einen Katzenbaum, Katzenklos, das Futter, die Einstreu und die Katze selber kaufen muss. Beim Hund muss man damit rechnen, dass man zuerst mal den Sachkundenachweiskurs besuchen muss. Nachher wird es teuer, wenn man Hundesteuer zahlen muss, jährlich. Bei Kleintieren wie Meerschweinchen, wie Vögeln, da ist es vor allem das Gehege, das am Anfang recht teuer ist. Anschließend sind die laufenden Kosten dann so über den Daumen gepeilt für die Katze etwa 1000 Franken im Jahr. Für den Hund zwischen 1000 und 2000, für Kleintiere zwischen 500 und 1000 Franken im Jahr, für Fische vielleicht ein bisschen weniger. Es kommt ja darauf an, dass die Chemie stimmt zwischen dem Tier und dem Menschen. Im Tierheim weiß man halt häufig nicht, woher das Tier kommt, aber das heißt nicht unbedingt, dass nur problematische Tiere im Tierheim auf einen neuen Besitzer warten, sondern hat man wirklich alles von Welpen bis zu erwachsenen Tieren, von groß bis klein. Alle Rassen, Mischlinge, alle Farben. Beim Züchter weiß man natürlich einfach, um welche Rasse es sich handelt. Und bei der Rasse kann man schon ein bisschen voraussagen, wie das Tier dann vielleicht mal werden wird. Beim Hund am ehesten. Bei der Katze ist es manchmal so, dass die individuelle Variation zwischen den Charakteren größer ist als die Unterschiede zwischen den Rassen. Es gibt außer zwei Labels in der Schweiz eigentlich kein Qualitätslabel für Züchter. Das bleibt einem eigentlich nur übrig, vorbeizugehen und die Züchter wirklich auszuquetschen. Weil ein guter Züchter ist offen und zeigt alles und berät top und kümmert sich auch vor, während und nach dem Verkauf eines Tieres aus seiner Zucht um den Besitzer und um das Tier und unter Umständen auch das Tier zurück, wenn es nicht gehen sollte.